So sieht's aus. Street Racer, Viertelmeile. Neu freigeschaltet, Kompressor Stufe 2, Straßenpaket. Und wir holen uns den ersten Bezirk von Kenji und Bushido. Dodge Charger SRT8 haben wir freigeschaltet. Ja, sonst nichts Neues. Gut. Gut. Oder doch? Darius. Schaffst es. Das wusste ich schon lange. Und die anderen sehen es langsam auch. Nicht aufgeben, du hast es gleich. Boah, der RX8. Audi RX8 gefällt mir wirklich gut, das muss ich mal sagen. So, hier zum Unterschlupf. Und gleich mal gucken, was anliegt. Ich glaube, ich werde das jetzt Crewmitglieder mal wieder wechseln. Meine Crew. Ach, das Crew-Logo kann man auch ändern. Oder? Kann man? Ah, das ist ja eigentlich ganz cool. Wusste ich nicht, aber ich bin mit meinem eigentlich zufrieden. Könnt ihr mal sagen, wenn ihr ein anderes wollt. Aber ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht. Müsst ihr mal sagen. So, Weltkarte. Was haben wir hier? Kontrollpunkt, Sprint. Sprint, Rundkurs, Drift. Oh mein Gott. Wolf, Wolf. Ja, Wolf heißt er doch. Können wir auch schon eine Menge machen. Aber ich glaube, wir werden hier jetzt mal anfangen. Hier mit dem Kontrollpunkt. Den werden wir gleich mal abarbeiten. Wir fahren immer noch hier mit Angies Schrottkarre rum. Außerdem mag ich den Dodge Charger, also den wir jetzt haben, den mag ich eigentlich gar nicht so gerne. Aber bald haben wir auch den Autohändler hier in diesem Gebiet frei und dann können wir da mal gucken, ob da irgendwas Neues auf uns wartet. Also hoffe ich mal, dass wir das machen können. So, jetzt habe ich den Zeitbonus gar nicht gesehen. Ach, 30 Sekunden. Das ist ja eine Menge. Mal gucken. Und hier kann man durchfahren, ne? Ja, ich wusste es. Ich wusste es. So. Hier schön durch. Das läuft. Ey, 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 ey. Ey. Was mach ich denn hier für einen Scheiß? Dinosaurier-Dings. Sieht ja auch cool aus. Aber der Kontrollpunkt scheint jetzt nicht allzu schwer zu sein. Also bis hierhin zumindest. Vielleicht geben sie mir auch ein großes Zeitpolster und lassen mich das dann alles an der letzten Mautstelle sozusagen abfahren. Das kann natürlich auch sein. Muss ich mal gucken. Bis jetzt sieht es noch sehr gut aus. Boah, der driftet aber. Sobald er mal auf Geschwindigkeit gekommen ist und man irgendwie ansatzweise lenken will, dann driftet der einem weg. Das glaube ich nicht. Also ich kann Angie fast verstehen, dass sie da in den Kurven so Probleme hatte. Und beim Canyon Duell, wie sie da überhaupt auf der Strecke geblieben ist. Ja, jetzt ist unser Zeitbonus schon gut weg. Autsch. Also 40 Sekunden kriegen wir noch, aber jetzt hatten wir nur 27. Na gut, 27 soll. Ah, oh, verdammt, da war eine Abkürzung. Na, ich muss mich noch ein bisschen hier einstellen auf den neuen Bezirk. Da wäre eine Abkürzung gewesen. Und jetzt. Scheiße, das war jetzt natürlich nicht so professionell gemacht. Verdammt. Na gut. Ich hoffe einfach jetzt mal, es reicht. Wenn nicht, ist ärgerlich, aber lässt sich nichts machen. Ja. Den sollten wir in den nächsten 34 Sekunden erreichen, den Kontrollpunkt. Da bin ich doch sehr optimistisch. So, hier durch die Tankstelle. Boom. Aber jetzt ein bisschen stylisch aussieht. Und ja, gleich geht's weiter. Ach, und da ist schon die Ziellinie. Irgendwo. Gleich. Ach, das war ja easy cheesy. Mehr hast du nicht zu bieten, Bushido. Oder Bushido. Ich sag immer Bushido, aber er heißt ja eigentlich Kenji. Seine Gang heißt nur Bushido. Du bist rechtzeitig ins Ziel gekommen. Und wir haben Tribal-Vinyls freigeschaltet. Und das hier kontrollieren wir schon. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Weltkarte. Dann wollen wir uns doch gleich mal hier in den Sprint machen. Und zum Event springen. Ich sollte jetzt ja eigentlich Neville wieder dabei haben. In seinem Ford Mustang. Mal sehen, wie das aussieht. Ich bin sehr gespannt. Oh. Nikki und Darius. Noch ein paar Rennen und er hat mehr zu sagen als du. Wieso? Das ist gut für ihn.
Er muss um seinen Ruf kämpfen. Er regelt auch das Geschäftliche für mich. Er schuldet doch uns beiden was. Du nutzt ihn aus. Aber nicht doch, Kleines. Ich bin der Einzige, der weiß, was er drauf hat. Was hast du denn? Man kann Rennen auch anders gewinnen. Kann es sein, dass Darius da was hinter unserem Rücken gestartet hat? Und Nikki scheint das nicht gut zu heißen. Ich finde es auf jeden Fall sehr nice, dass so während Rennen einfach mal so Cutscenes eingespielt werden. Das war nämlich im letzten NFS-Teil gar nicht so. Ach, das ist ein Canyon-Sprint. Ach so. Ja, Canyon-Sprint ist immer, wir fahren gegen drei andere im Canyon. Allerdings kann man hier, glaube ich, nicht rausfallen. Und ja, müssen uns beweisen. Und die anderen scheinen alle zu der Gang von Kenji, zu Bushido zu gehören. Also 3 gegen 1. So wie es hier mal aussieht. Na gut. Wollen wir davon nochmal absehen? Wir führen ja noch, ne? Noch führen wir. Wir haben hier auch Speedbreaker in diesen Rennen und Nitro. Das ist ja sonst im Canyon-Rennen oder war in dem einen Canyon-Rennen gegen Angie ja nicht so. Oh, und ich verliere hier etwas am Boden. Na gut, der Dodge Charger eignet sich auch gar nicht für den Canyon. Dann bräuchte man eher so wendige Tuner als so heftig behäbige Muscle Cars. So kann man es, glaube ich, ausdrücken. Na gut, wir werden schon irgendwie rausreißen. Solche Passagen sind dann natürlich wunderschön für mich. Solche einfach nur, wo man Speed hat. Oh, bricht das Heck hier weg von dem Muscle Car. Also ich habe das Gefühl, Muscle Cars kann ich eigentlich nicht so gut fahren. Oder einfach nicht so gut. Das ist aber nicht so mein Ding. Na gut, aber wir müssen jetzt uns nicht nur auf Muscle Cars versteifen. Wir haben ja einfach nur mit denen angefangen. Wir können ja auch mal einen Tuner oder mal einen Exot fahren. Exotisch genug wären wir bestimmt. Boah, ich knall hier in jede Wand, ne, Leute. Also das, sorry für diese Anti-Skills, aber irgendwie, keine Ahnung. Muss mir wohl in den Genen liegen. Autsch. Wow. Was ist das hier für ein Getröte? Soll so komische Musik sein? Oh, jetzt kommt eine Speed-Passage. Jetzt kriegen sie mich auf gar keinen Fall mehr. Also auf diesen Speed-Teilen hier ist der, ist das Muscle Car natürlich unschlagbar. Vor allem für so einen Tuner. Aber gut. Ich will nicht klagen. Wir haben nämlich gesiegt und haben uns den nächsten Bezirk von Kenji gekrallt. Du wurdest erster neu freigeschaltet, Getriebe, Stufe 2, Straßenpaket. Und das nächste Gebiet gehört uns, 100 Riesen. Durch Beenden von Erreiche im Karrieremodus, ein Karrierestand, ein Plus von 1000, 10, 100.000. Okidoki, nicht schlecht. Lied. Schon wieder eine Cutscene, Alter. Kenji. Immer noch da. Ich weiß nicht, was peinlicher ist. Deine Crew oder dein Wagen? Ey, der hat Angie gehört. Lass mich in Ruhe, du Schwein. Ach, so ein fieser Kerl. Dein Territorium wird angegriffen. Leck mich an die Füße. Will ich nicht. Man verliert die doch eh nie, so wie ich das sehe. Weil hier, die haben wir doch alle noch. Na gut, ich sag dazu jetzt mal nichts. Oh, hier können wir jetzt auch schon machen. Sprint, Drift oder Radarfalle. 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 Immer Radarfalle. Immer doch. Letztes Rennen in dieser Aufnahme, würde ich mal sagen. Dann haben wir auch schon wieder gut was aufgenommen. Und, da ist wieder einer von Bushido. Oh, zwei von Bushido. Und da haben wir Neville, unseren Companiero. Ich will's hoffen. Boah, dein Wagen sieht echt nicht schlecht aus, Neville. Mein Respekt. So, Scorpions und Bushido haben wir hier. Na, verdammt. Ich habe gerade nicht daran gedacht, dass es eine Radarfalle ist. Und war etwas langsam. Na gut, 4 Stundenkilometer langsamer als der erste. Das ging so.
Ja, ich will's hoffen, Neville. Mein Freund. Ach du Scheiße, die ist natürlich extrem fies platziert. Haha, und ich habe sie ausgetrickst. Ja. Nö, das ist gar kein Spaß. Wir haben echt genug Vorsprung, Neville. Und ich führe sogar mal vor dir. Das ist das Schöne. Mal sehen, ob ich das halten kann. Ja, los, zieh um die Ecke. Boah, dieser Wagen. Ich fasse es nicht. So. Wenn der eine zu nahe kommt, musst du Bescheid sagen, Neville. Dann block. Dann lasse ich dich den eiskalt wegblocken. Ja, aber bei einer Radarfalle kann das schnell weg sein. 113 Stundenkilometer, deswegen nur. Ja, genau. Und trotzdem führe ich noch. Na dann. Trotzdem führe ich noch. Nein, nein, nein. Oh doch, Neville wurde nur überholt. Von der guten Moon, aber trotzdem haben wir noch einen gehörigen Vorsprung. Den ich jetzt auch mal gerne ausbaue. 249, nice. Ich weiß, Neville, jetzt muss ich mich nicht mehr auf dich verlassen. Komm, gib mir Windschatten. Da bin ich ihm noch glatt ins Auto reingefahren. Das gefällt ihm anscheinend gar nicht. Oh, und er hat verdammt nochmal aufgeholt. Oh, kommt da jemand vorbei an mir? Und ich habe hier eine Abkürzung genommen. Höh. Oh, das war ein nicer Sprung. Yeah, was für ein Sprung. 207 Stundenkilometer. Oh nein, der gewinnt doch noch. Das ist so unfair, ne? Oh, und ein schöner Sprung von uns beiden. Yeah. Den Witz hat schon mal jemand gemacht. Crewmitglied hat gewonnen. Candy Lack haben wir freigeschaltet. 15.200. Nice. Niki. Fahr los. Da fällt mir ein, ich stand genau da drüben. Beim Rennen. Das war echt knapp, aber ich wusste, dass du gewinnen würdest. Der Kerl stößt mich um. Ich versuche aufzustehen, aber er hält mich fest. Ich dachte, er würde mich beschützen. Gedacht und deshalb habe ich dir die Tasche gegeben. Also wenn du recht hast, dass die Tasche ausgetauscht wurde, wann soll denn das passiert sein? Wieso hast du mir nicht gesagt, dass mein Geld weg ist? Als er die Tasche ausgetauscht hat, da muss das passiert sein. Verschwinden wir hier. Gute Idee. Sergeant Cross. Dein Territorium wird angegriffen von Los Colibris. Das sind noch ein paar. Jo, das sind dann nur ein paar Kolibris und ja, ich verabschiede mich von euch, Leute. Bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein und ciao.